natürlich in Gmünd Volksfest Stimmung. Und Admira ist mir ein bisschen Bauchweh da hinaufgefahren, denn man hat seit den letzten Meisterschaftsspielen eine ganz, ganz lange Verletztenliste. Dennoch, alle Stars, auch die Verletzten, waren in Gmünd dabei und alle waren auch begehrte Objekte für die Autogrammsammler, etwa hier der verletzte Torhüter Wolfgang Knaller. Bei Baumit Admira Wacker fehlt fast die Hälfte der Standardmannschaft. Ernst Gunkels ist gesperrt. Verletzt sind Torhüter Knaller, Messländer, Marschall, Glatzmeier. Baumit Admira spielt im schwarzen Dress Eckball, Abfalterer. Und der Kopfball war von Bacher. Und gut reagiert von Ron im Tor von Gmünd. Die Mich, einer der beiden Schisefer-Legionäre von Gmünd, Foul von Gruber an Neumeier. Freistoß, ein sorgenvoll blickender Siegeheld. Neumeier. Früchtl. Und Gruber im Tor von Admira. Die erste gute Möglichkeit für Gmünd. Admira ist tonangebend, bleibt aber immer in der dicht gestaffelten Gmündner-Abwehr mit den Kombinationen hängen. Artner findet keinen Anspielpartner und versucht sie im Alleingang. Gmünd im Vorjahr sechster Platz in der Regionalliga Ost zeigt Kampfbereitschaft und Biss und kommt auch zu guten Chancen. Schuss von Dimich, Möglichkeit für Wotowa und Glück für Admira Wacker. Mit der Fortdauer des Spiels wird Gmünd immer selbstsicherer. Spieker läuft sich da noch den Ball. Zimanski und Zingler kann gerade noch ablenken. Pausenstand 0:0. Die Bratwürste in Gmünd übrigens hervorragend. Weniger hervorragend das Spiel von Baumit Admira in der ersten Hälfte. Albrecht, der technisch stärkste Spieler in der Mannschaft von Gmünd und Gruber. Zingler kommt immer wieder mit nach vorne. Gruber, Bacher und Admira Wacker in der 69. Minute. Mit 1:0 in Führung, Torschütze Bacher in der Wiederholung. Bacher rutscht in das Zuspiel von Gruber. Und die erlösende Führung für die Südstädter. Dann ein schwerer Fehler. Und das ist der Ausgleich. 1:1 Albrecht in der 73. Minute. In der Wiederholung hier der Fehler von Graf. Albrecht, da kommt Graf nicht mehr zu seinen Gegenspieler und Albrecht lässt Gruber keine Chance. Kein unverdienter Ausgleich. Dann Dem. Artner hat dabei Glück und gut reagiert von Ron im Tor von Gmünd. Admira tut sich mit dieser ersatzgeschwächten Mannschaft recht schwer. Möglichkeit, gut Lederer. Und Tor 2:1 in der 86. Minute. In der Wiederholung. Der Ball kommt zu Gut Lederer, einem unter 21 Auswahlspieler. Und zusätzlich wird der Ball auch noch abgefälscht. Schiedsrichter Kastner schließt in der 87. Minute Dümmich von Gmünd aus. Kastner erlebt einen sehr feuchten Bierabgang. Tja, mein Kollege Kocsi hat das schon kurz angeschnitten, ich habe noch eine Agenturmeldung dazu da. Die Kabine des Schiedsrichters wurde belagert und 20 Exekutivbeamte mussten zu seinem Schutz aufmarschieren. Ich hoffe, dem Herrn Kastner ist in Gmünd nichts passiert. Die weiteren Ergebnisse jetzt, was diese heutige zweite ÖFB-Cup-Runde betrifft.